Rund 500 Menschen leben nach Schätzung des Senats in der Stadt Bremen auf der Straße. Unter ihnen 150 bis 200 EU-Bürger zu geben. Vorwiegend aus Rumänien und Bulgarien. Ein Wohnprojekt in Hamburg, das auf neue Idee, anstatt Obdachlose in Notunterkünften unterzubringen, bekommen sie gleich eine eigene Wohnung und werden dort betreut. In Bremen steht Housing First noch nicht auf der Agenda. Hallo, das ist mein neues Haus. Da ist es dann kuschelig, warm und wir haben einfach alles. Wir haben sogar neue Sachen bekommen, wie Malstifte und ja, wir haben auch schöne Jacken und so bekommen. Und das dank dem Spendefilm. Danke, dass ihr uns zugehört habt.